Hallo, liebe Abonnenten. Ich habe heute etwas hier in diesem Karton. Das hat mit Bienen im direktesten Sinne eigentlich gar nichts zu tun. Wie vielleicht einige auf meiner Webseite schon geguckt haben, ich mache ja nicht nur Honigbienen. Bei mir geht es auch um Hummeln, um Wildbienen, um Wespen und last but not least auch um Hornissen. Ich möchte hier an dem Video nicht nur das Nest euch zeigen, sondern ich möchte auch die Biologie kurz erklären, wie das eben so funktioniert bei den Wespen und auch bei den Hornissen, weil die sind in vielerlei Hinsicht dann doch sehr, sehr ähnliche Tiere. Also alles fängt an mit einer begatteten Königin. Man muss sich vielleicht das kleine Wabenstückchen nur etwas kleiner vorstellen. Also wie eben so ein Hornissennest erst in Entstehung kommt, ist simpel. Die befruchtete, also sprich begattete Hornissenkönigin erwacht im Frühling aus ihrem Winterversteck und wird wach durch die ersten Sonnenstrahlen und durch die steigende Temperatur. Die Hornissen haben für die Überwinterung ein Frostschutzmittel in ihrem Kreislauf mit eingebaut. Das haben Wespenkönigin genauso wie die Hornissen und Hummelkönigin. Und die überwintern, also die Hornissen überwintern hauptsächlich in Borken, in Totholz, aber sie verkriechen sich tatsächlich auch in irgendwelche Erdhaufen rein. Im Kompost zum Beispiel habe ich die auch schon ganz oft gefunden. Oder sie gehen in Erdlöcher rein, vergraben sich dann irgendwo unter den Wurzeln. Wichtig ist, es darf halt kein Zugwind hinkommen, es darf nicht zu sehr kalt werden an der Stelle. Jetzt natürlich auch Grenzen, wo dann halt auch mal eine Hornissenkönigin im Winter erfriert, wenn das Versteck nicht besonders gut gewählt war. Und wie auch immer, die überwintern dann die ganze Zeit da drin. Im Frühling fangen sie an, aktiv zu werden. Und dann fliegen eben diese Hornissen, Hummel sowie Wespenkönigin erstmal ganz solitär durch die Gegend, sammeln ihre Beute zur Ernährung, sammeln selbstverständlich auch Nektar, weil auch die Jagdtiere brauchen Zucker für ihre Biologie. Und dann fängt die Hornissenkönigin an einer bestimmten Stelle, zum Beispiel hier unter so einem Dachvorsprung. Da oben wäre es theoretisch auch machbar. Sehr gerne nehmen die Hornissen auch diese Totbäume an, wo Efeu und wilder Wein hochgerankt ist. Dann bauen die da sehr gerne auch in die Ecken vom Efeuschutz dann ihre Nester. Aber sie gehen auch in Vogelhäuschen rein und teilweise habe ich die tatsächlich auch schon in Verschalungsbrettern an Häusern dann sehen dürfen. Und wie das funktioniert, die Hornissenkönigin baut erstmal nur drei von diesen Zellen auf. Jetzt muss man sich natürlich den Rest dieser Wabe, wie gesagt, wegdenken. Und man stellt sich vor, dass jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, dass die Hornisse jetzt wieder oben dann anfängt in so einem Vorsprung. Also die pappt euch dann hier erstmal nur drei von diesen Zellen hin. Und dann legt sie dort drei Eier rein. Und die drei Eier werden dann irgendwann die erwachsenen Tiere. Bei den Honigbienen sind es genau 21 Tage, wo nach Ei bis zum Schlupf vergangen sind. Und bei den Hornissen dürfte das ähnlich sein. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber wir schätzen jetzt auch mal circa die 21 Tage. Ich denke, dass Jagdtiere sind, brauchen die noch mal ein paar Tage weniger. Wahrscheinlich sind die bei Tag 18, 19 geschlüpft, vielleicht auch schon Tag 15. Ich weiß es nicht. Wer das weiß, kann das gerne hier ins Kommentarfeld mit reinposten. Jetzt ist natürlich die Hornissenkönigin noch wirklich immer noch alleine, weil sie muss warten, bis eben die drei Arbeitstiere von ihr geschlüpft sind. Und solange das passiert, fliegt die Hornissenkönigin wie später die Arbeitstiere nur hin und her und versorgt die Brut, versorgt sich selbst mit Wasser, Essen und dem Nestbau. Wenn dann die ersten Tiere geschlüpft sind, dann fangen die Tiere an, den Job der Königin zu übernehmen. Die Königin macht nur noch ihre Eiablagen hier in die Zellen rein und die Arbeitstiere, die immer mehr werden, die fangen an, das Nest immer weiter auszubauen, versorgen das Nest mit den Nahrungsquellen und ja, das Nest wird dann halt immer größer. Das kann man jetzt dann hier sehen. Also bei den Bienen übrigens bauen die immer senkrecht und Wespen und Hornissen bauen horizontale Nester auf. Man muss bedenken, dass jetzt hier sozusagen das erste Wabenstück ist sozusagen hier in dieser Platte drin und dann wurde es ja immer größer ausgebaut, ne? Und bei den Hornissen ist es so, dass die wie bei den Wespen
zumindest wie bei den meisten Westenarten, eine Außenhülle aufbauen. Diese Außenhülle dient dem Schutz des Nestes und selbstverständlich auch der Klimatisierung innerhalb des Brutgeschehens hier. Das ist auch der Grund, warum manche Menschen mich anrufen und sagen, Hilfe, Hilfe, mein Haus wird abgefressen von Hornissen, zum Beispiel Holzhäuser. Wie oft hat man es dann doch mal gesehen, dass die Hornissen dann auch mal ganz gerne eben solche Naturhölzer ohne Farbe und Lack natürlich dann einfach abbeißen und da Späne rausziehen. Normalerweise gehen die Hornissen eben zu Borke hin. Ja, also die wollen so eine splittrige Borke haben und dann wird das hier abgenagt. Diese kleinen Holzschuppen und die werden im Nest sozusagen mit Speichel vermengt und dann fangen die Tiere eben an, diese Nester damit zu bauen. Und jetzt wissen wir auch, warum wir hier verschiedene Farben drin haben, weil klar, die Farben haben natürlich immer auch was mit der Baumart zu tun, wo die Tiere eben angefressen haben, beziehungsweise wie gesagt der Holzart. Ne? Was man jetzt noch weiter sehen kann, ist sozusagen der Biologie-Zeitverlauf des Hornissennestes, weil wir sehen ja hier, dass die ersten Phasen der Schichten, also der Brutschichten bis zum Juni, Juli hier aus, also fast bis August schon, nur Arbeitstiere ausgebaut wurden. Das sind diese Zellen hier, die sind deutlich kleiner wie das hier. Und im Spätjahr, also wenn die, ja, wenn das Laub anfängt runterzufallen, dann macht die Hornissenkönigin nochmal einen Brutzyklus mit den Männchen und den Königinnen. Die Königinnen sind diese ganz dicken Zellen seitlich und die Männchen sind diese dicken Zellen hier unten. Ja, und dann schlüpfen. Das ist schon, während die Königin schon gar keine weiteren Eier mehr legt für die Arbeitstiere, also sprich die Töchter der Königin. Die Königin hört auf, die zu legen und legt nur noch die Männchen und ihre neuen Königinnen dort rein. Wenn die dann schlüpfen, begatten sich die Männchen mit den Königinnen und danach würden die restlichen Hornissen entweder schon durch die Zeit einen Abgang gemacht haben oder aber auch die stechen ihre eigene Königin tot und das Nest wird immer leerer und kleiner. Natürlich bleibt die Hülle, bis dann beim ersten, zweiten, dritten Frost alle Tiere von Natur aus abgestorben sind. Wie gesagt, das gilt auch für Wespen. Und was übrig bleibt, sind eben nur noch die begatteten Königinnen. Und die gehen wieder im Winter in irgendwelche Ritzen rein und überwintern. Und somit ist dieser Prozess von einem Hornissennest abgeschlossen und startet sich im nächsten Jahr wieder von vorne. Das möchte ich noch zeigen, wie filigran die Tiere das wirklich aufbauen. Also man sieht ja, dass hier diese Verbindungsbrücken gebaut werden. Die sind auch äußerst stabil. Kann man es natürlich leicht abbrechen mit purer Gewalt, aber für so ein Gerüst aus Zellulose ist das doch echt der Hammer, wie stabil die Tiere das bauen können. Also Wind und Wetter kann so einem Nest nichts antun. Und ihr seht, ich muss da schon etwas mit Gewalt ran, um das aufzubrechen. Hier wieder die Verbindungsbrücken. Eine wunderbar heilige Geometrie, wie die Tiere hier bauen. Da sehe ich die Fibonacci-Folgen und auch die Blume des Lebens in dem ganzen Biologie-Nest hier. Hier wieder die Außenhülle. Ja, da sieht man, die Außenhülle ist hier in verschiedenen Layers aufgebaut. Einfach zur Klimatisierung. Also ein geniales Konstrukt. Hier sieht man jetzt wieder die ersten Zellkörper mit eben den Weibchen, die geschlüpft sind. Und hier, ja, hier, schön, da sieht man sogar noch Zellkappen drüber. Das waren dann wohl abgestorbene Larven, die nie geschlüpft sind. Die sind von Hornissen dann selber wieder gereinigt worden durch das kleine Löchle durch. Ja. So, ich denke, ich habe euch jetzt mal was anderes gezeigt, wie immer nur die Bienen. Das Nest landet bei mir in meinem Ofen, dann bestimmt gut. Ja. Und ganz toll finde ich übrigens, dass ich genau zu diesem leeren Nest tatsächlich euch auch ein
Video gemacht habe, wo die Tiere noch am Leben waren. Das findet ihr unter der Playlist Bivital regenerative Bienenhaltung. Da ist definitiv das Video drin, wo dieses Nest im Juli, glaube ich, war es, noch ganz normal gelebt hat. Und an dem Zeitpunkt waren auch noch nicht die Königin draußen, sondern nur die Arbeitstiere sichtbar. Zum Abschluss möchte ich noch kurz sagen, weil hat zwar jetzt an sich mit der Sichtung hier nichts mehr zu tun, aber vielleicht gehört es trotzdem an die Stelle des Videos hin. Die Hornissen haben wir fast ausgerottet. Mittlerweile stehen die Tiere auf der roten Liste. Das heißt, die sind vom Aussterben bedroht. Und warum wir dieses ganz krasse Hornissensterben hatten und immer noch haben, da sind tatsächlich größtenteils die landwirtschaftlichen Spritzmittel verantwortlich, einfach deswegen, weil die Hornissen eben auch ja Aasfresser sind. Das bedeutet, dass viele, viele Hornissenvölker eingegangen sind, einfach nur an Spritzmitteln, weil der Landwirt oder die Landwirtin Probleme hat auf zum Beispiel Feldsalat mit irgendwelchen Raupen etc. Und dann wird eben drüber gespritzt. Das darf mit hochgradig toxischen Mitteln erfolgen, weil die unterliegen dann nicht mehr dieser Bienenverordnung B1 bis B4. Bedeutet, sofern eine Pflanze oder eine Kultur gespritzt wird, die Insektenflug hat, dann dürfen dort nur nicht bienentoxische Mittel ausgebracht werden. Bei windbestäubenden Arten oder auch bei Kulturen, die vor der Blüte geerntet werden, dürfen hochgradig toxische Insektenvernichtungsmittel eingesetzt werden. Und das macht man natürlich, um die Raupen, die daran rumnagen, zu vernichten. So, jetzt liegen natürlich diese ganzen toten, vergifteten Raupen auf dem Acker und stellt euch einfach nur vor, wie viele Tausende von Tiere eben anstatt Beutejagd zu machen, weil das für Jagdtiere mehr Energie kostet, eben einfach auf die Suche sich machen nach Leichen, nach Aas. Die sehen diese vergifteten toten Raupen unten und die werden dann direkt in solche Nester reingeschleppt, dort verfüttert, und das hat natürlich zum Effekt dasselbe, wie wenn ich mein Bienenvolk in eine Plantage stelle, wo der Landwirt eben mit Spritzmitteln drüber geht und die Bienen das Gift in ihr Haus reinbringen. Das ist dasselbe Prinzip wie ein Rattenköder. Gesund ist es nicht und im schlimmsten Fall führt es eben dann zum Tode. Ja, so haben wir eben die Hornissen größtenteils durch genau diese Methode platt gemacht. Und wenn wir das alles ändern wollen, dann ist vielleicht ein guter Ansatz zu sagen, wir kaufen nur noch so Lebensmittel, die eben nicht diese Prozedur mitgemacht haben. Die gibt es nämlich. Man muss halt nur ein bisschen recherchieren und dann auch die finden und auch bereit sein, da eventuell ein bisschen mehr zu zahlen. In dem Sinne, ciao!